Damen und Herren, ich berichte vom Workshop Nummer 2, Führung. Die zweite Säule ist ja zurzeit stark in der Kritik. Sie hätte keine Zukunft und die AHV ist sowieso besser. Diese undifferenzierte Art und Weise ist ja Teil des Abstimmungskampfes um höhere AHV-Renten. Unsere Referenten im zweiten Workshop haben sich nicht auf dieses Niveau heruntergelassen, sondern haben ein differenziertes Bild über das System abgegeben. Und ich kann eigentlich sagen, insgesamt ein recht positives Bild ergab sich an der Diskussion, wenn auch gewisse Probleme herausgestrichen wurden. Im ersten Teil, Herr Hügli hat ja referiert über die Möglichkeiten des Milizsystems. Und das Fazit aus der Diskussion war eigentlich, das Milizsystem ist in der Schweiz tief verankert. Es ist sogar in der Bundesverfassung verankert. Das habe ich auch nicht mehr gewusst, dass da steht, jede Person nimmt Verantwortung für sich selber wahr und trägt nach ihren Kräften zur Bewältigung der Aufgaben in Staat und Gesellschaft bei. Hochinteressante Bestimmung in unserer Verfassung. Also wenn ich Finanzchef in einem Sportverein bin oder eben auch Stiftungsrat, Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, dann mache ich nichts anderes, als ich den Verfassungsauftrag erfülle. Das heißt, dass das System, das Milizsystem hat sich grundsätzlich bewährt. Es ist ein Zusammenwirken von Amateuren und Profis mit allen Spannungsfeldern, aber es funktioniert. Die gelebte Sozialpartnerschaft wird als Stärke des Systems bezeichnet. Und das zwingt uns, das war auch noch ein Einwand des Publikums, es zwingt uns, diese gelebte Sozialpartnerschaft mit Amateuren und Profis, das System eben einfach zu gestalten. Ob dies gelungen ist, sei fraglich, aber es zwingt uns immer wieder von Neuem, Vereinfachungen zu suchen und nicht noch weiter komplexe Regelungen zu tätigen. Das heißt, die zunehmende Regulierung wird schon als einer der Hauptgründe auch analysiert für den Konzentrationsprozess und nimmt eben auch Eigenverantwortung vom Stiftungsrat weg. Das wurde schon als großes Problem angesehen, dass die Zunahme der Komplexität und auch die wirtschaftlichen Situationen mit dem Niedrigzinsumfeld, das wir haben, erschweren inskünftig die Aufgaben des Stiftungsrates, sodass die Prognose von mehreren Teilnehmern war, dass die Freiwilligkeit oder die Möglichkeit, freiwillige Stiftungsräte zu finden, eben doch in der Zukunft eher etwas schwieriger, vielleicht noch schwieriger werden dürfte als bisher. Weil eben, das schließt sich der Kreis wieder, es fehlt auch die Anerkennung, teilweise auch die finanzielle Anerkennung der Verantwortung eines Stiftungsrates. Ist festgestellt worden, dass das Bild, ich bin Verwaltungsrat bei einer Gesellschaft, und das kann noch so eine kleine KMU sein, hat ein anderes Image, als wenn ich Stiftungsrat bin der Firma XY. Ich glaube, da müssen wir auch marketingmäßig noch einiges dazu tun. Das ist einfach eine Tatsache, das ist noch keine Lösung. Gesamthaft gesehen als Fazit wird das Milizsystem in der Führung der Vorsorgeeinrichtungen durchaus als zukunftstauglich angesehen. Dies aufzugeben, dies preiszugeben, wäre doch gefährlich. Die negativen Punkte würden überwiegen, zumindest solange kein besseres System gefunden ist und ein besseres ist nicht genannt worden. Stichwort System. Der zweite Teil war ja das Aufsicht, die Frage der Aufsicht. Genügt das Aufsichtssystem in der Schweiz? Da haben wir uns vom Präsidenten der Oberaufsichtskommission, Herrn Dr. Tripone, informieren lassen und seine Meinung angehört. Das System, das Aufsichtssystem, Feststellung 1, hat sich grundsätzlich bewährt. Es besteht sicher ein gewisses Spannungsfeld zwischen den regionalen, dezentralen Aufsichtsstellen und der zentralen Oberaufsichtssystem, aber diese Regelung, die steht so im Gesetz, das hat der Gesetzgeber gewollt. Und da gibt es nichts daran eigentlich im Moment zu rütteln. Eine spannende Diskussion ergab sich über die Inhalte der Aufsicht. Man sagt ja immer, die repressive Aufsicht, das ist von gestern.
obwohl es eigentlich im Artikel 62 im BVG so steht, dass die Aufsicht repressiv geführt wird. Und moderne Aufsichtstheorien reden von prudentieller Aufsicht, risikoorientierter etc. Und da kam heraus, dass dieses nach vorne schauen, dieses vorsichtige, vielleicht rechtzeitige Eingreifen der Aufsicht, bevor etwas passiert ist, dass das auch unter dem jetzigen Aufsichtssystem, unter dem jetzigen Artikel 62 BVG Platz hat und dass das insbesondere von der OAK auch propagiert wird und das wird auch so verbreitet von den regionalen Aufsichtssystemen. Das heißt, dass man einfach wegkommt von einfach nur banalen Abhäkeln. Habe ich das Teilliquidationsreglement? Ja. Hat die Revisionsstelle 2 Unterschriften getätigt? Ja. Das genügt eben nicht für die Aufsichtstätigkeit, sondern dass man da etwas genauer hineinschaut und eben die berufliche Vorsorge, die ja in der Schweiz 2 Prognosen beinhaltet, die Lebenserwartung und die künftigen Erträge, dass man bezüglich dieser Prognosen eben schaut, wie ist das die eine Vorsorgeeinrichtung aufgestellt und dann rechtzeitig auf die Risiken hinweist. Gesamthaft gesehen, aber auch hier bestätigt der Präsident der Oberaufsichtskommission, dass die Mittel, die der Gesetzgeber ihm und den Leuten der OAK gegeben hat, genügen, um die Aufsicht wirkungsvoll und effizient durchzuführen. Dies in aller Kürze die Zusammenfassung dieses Workshops Nummer 2. Besten Dank. Und ich übergebe an Chris für den Workshop 1. Merci. Vielen Dank. Ist das Teil eigentlich auch in Betrieb? Danke. Sehr spannend, insbesondere jetzt auch der Kontrast, denke ich. Ich nehme einen Kontrast wahr eigentlich zu dem, was du jetzt gerade erzählt hast, mit dem, was wir eigentlich im Workshop 1 gesehen haben. Kontrast insofern vielleicht, dass wir sehen, dass inwiefern wirklich das Milizsystem auch in einem Spannungsfeld steht mit der wirklich Professionalität auf der Finanzanlageseite. Ganz konkret drückt sich das aus, und hier würde ich dann auch die Frage an die Aufsicht stellen. Ganz konkret drückt sich das aus im kürzlichen Ergebnis des Risikomonitors, wo die Umfrage besagt hat, dass 51% der Antwortenden kein Risikomanagement, kein strukturelles Risikomanagement betreiben, und 80% der Antwortenden sagen, sie sind glücklich mit ihrem Setup. Wie kann das sein? Wie darf das sein in einem Aufsichtssystem, das eben forward-looking, das risikobasiert sein soll, das vorausschauend aufgestellt sein soll und das dann eben noch genügend den professionellen Anforderungen soll? Hier müsste meines Erachtens ganz klar eingegriffen werden aus Sicht der Aufsicht. Aber eben, das ist meines Erachtens das Spannungsfeld, das wir hier sehen. Ich würde einfach ganz noch kurz, bevor wir in den Mittag gehen, wir sind 2 Minuten über dem Fahrplan, noch ganz kurz zusammenfassen. Wir haben eine erste Präsentation von Theodore Economou gehört, wie die Pensionskasse Lombard-Odier sich aufgestellt hat. Und da ist ganz klar rübergekommen, dass das eine risikobasierte Perspektive ist. Und zwar, wie kriege ich, oder ich zitiere hier, wie gut sind wir dabei, Risiko in Ertrag umzuwandeln? Und das, denke ich, das ist genau die Schlüsselfrage, die sich die Pensionskassen stellen müssen. Wie gut sind sie dabei, Risiko in Ertrag umzuwandeln? Und wenn sie nicht wissen, was Risiko ist oder was ihr Risiko ist, dann haben sie ein Problem damit, eben dieses in Ertrag umwandeln zu können. Das, denke ich, das ist wirklich meine Schlüsselerkenntnis jetzt aus dieser Präsentation. Ebenfalls sehr spannend und politisch völlig unkorrekt. In der Politik nimmt man immer sehr gerne traditionell und konservativ, das ist synonym, oder? Das heißt das Gleiche.
Aber wir haben jetzt auch aus der Präsentation von Theodor gesehen, dass heute eine konservative Anlage wirklich überhaupt nicht deckungsgleich mit einer traditionellen Anlage sein kann. Und diese Erkenntnis wiederum, denke ich, ist eine sehr wichtige, ist eine Schlüsselerkenntnis, die in die Entscheidungsgremien, in die Verantwortungsgremien von Vorsorgeeinrichtungen hineingetragen werden muss. Im zweiten Teil des Workshops haben wir, und Sie haben hier die Experten noch gesehen, uns darüber unterhalten, was ist die Rolle von Privatanlagemärkten und Investitionen in Risikokapital, bevor sie in liquide Märkte gehen, für Pensionskassen, für schweizerische Pensionskassen. Feststellung ist, dass die schweizerische Pensionskassenwelt eigentlich sehr, dass sie schon tatsächlich aktiv ist, dass sie aber im internationalen Vergleich, wieder unsere Perspektive ICDES, dass sie im internationalen Vergleich hinter den Führungsländern, den innovativsten Ländern herhinkt und dass da noch ziemliches Aufholpotenzial besteht. Die Frage ist allerdings, wie instrumentalisiert man das, wie tut man das, wie holt man auf? Soll der Staat hier eine Rolle spielen oder geht es darum, dass wirklich, dass das auf Privatinitiative basiert? Der Konsens hier vom Panel ist gewesen, dass offenbar die Delegation an den Staat, dass das erledigt ist, dass das nicht die Grundlage sein wird einer schweizerischen basierten Erhöhung des Anteils in Risikokapital. Aber es gibt diverse Anzeichen dafür, dass sowohl auf Seiten der Unternehmer auch die Nachfrage nach Risikokapital steigt, genauso wie eben auch auf Seiten der institutionellen Anleger das Interesse anzieht an solchen Investitionen und Anlagen im schweizerischen Umfeld. Sodass eigentlich hier wiederum der Konsens oder die Konklusion eine positive, in dem Sinne hoffnungsvolle ist, obwohl wir gehört haben, Hoffnung ist keine Anlagestrategie. aber eben, es geht wirklich darum, dass wir wirklich auch Ziele erreichen können, die jenseits der eigentlichen reinen Anlageziele sind. Hier noch ein für mich interessanter Satz. Im Private Equity und verwandten Anlagekategorien seien Sie aktivistisch. Also nicht aktiv oder so oder passiv, nicht diese Frage, sondern die Frage ist, muss sich der Investor in diesen Bereichen engagieren bei den Firmen, die er kauft? Und hier ist eben auch ganz klar der Konsens, nur dort wird wirklich Wert geschöpft, wo ein aktives Engagement genommen wird bei den investierten Vehikeln. Das wäre eigentlich meine Zusammenfassung. Ich hoffe, ich habe da einigermaßen fair repräsentiert. Wenn dem nicht sein sollte, dann würde ich auf eine Intervention hoffen. Sonst gebe ich das Wort zurück an Ernst.